Hey, Freunde, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge bei Minecraft Spaßkasten hier auf dem Baum. Oh yeah, weil ich habe nämlich noch nie eine Folge in einem Baum bzw. unter den Blättern eines Baumes gestartet. Deswegen wollte ich das heute einfach mal nachholen und deswegen befinden wir uns, jetzt hier auf dem Boden. Denn heute, meine werten Damen und Herren, werden wir nämlich heute was ganz Besonderes in Sabaka machen. Habe ich recht, Sabaka? Sabaka will heute wohl nicht reden. Der gute alte Sabaka ist immer leise, wenn wir mit ihm reden wollen. Naja, aber heute geht es um ein ganz besonderes Thema, was ich ja eigentlich nicht von mir ansprechen möchte, weil mich das nämlich zutiefst meistens berührt. Ja, weil ich habe nämlich ein kleines Problem, mit dem ich leben muss. Und zwar, ich bin ein extrem fauler Mensch, ja. Ich bin so faul, dass ich eigentlich überhaupt gar keine Lust habe, manche Sachen hier im Spaßkasten zu machen, ja. Welche Sachen das zum Beispiel sind, ich erkläre euch das. Also Spaßkasten an sich macht ja Spaß, ja. Aber stellt euch mal vor, ihr holt euch jetzt hier zum Beispiel ein kleines Stückchen Holz, ja. Dieses Holz nehmt ihr dann ganz geschmackvoll hier in unser Inventar, packt es dahin und dann merkt ihr, oh, what the fishery do? Ich krieg ja gar keine Wooden Planks daraus. So, und das Einzige, was ich dagegen machen kann, warte mal, ich ziehe hier mal kurz meine Rüstung aus, damit ich fliegen kann. Und das Einzige, was ich dagegen machen kann, ist erstmal hier auf die Vorderseite zu fliegen. Ich wollte schon wieder nach hinten fliegen. Ist natürlich hier in die Sägemaschine hinzugehen und dann hier anzufangen, dieses Ding dann zu nehmen und einfach hier bam da hinzulegen und dann bam hier dieses Holz rauszubekommen. So, was wir heute erstmal machen werden, ist erstmal eins und zwei, warte mal, das ist Dirt, das machen wir mit der Schaufel weg, das hier kurz wegzunehmen und dann was ganz Besonderes zu machen. Und zwar werden wir nämlich heute ein bisschen mehr agieren und natürlich ein bisschen mehr sportlich und Dingsterbumster sein, ja, ein bisschen schlauer. Und zwar nehmen wir uns jetzt diesmal einen kleinen Hopper mit, den wir unbedingt benötigen, als auch eine Kiste. So, diese Kiste brauchen wir auch nochmal kurz. Ich glaube, es gibt hier doch bestimmt irgendwo eine Kiste. Da haben wir sogar eine Spruce-Chest haben wir sogar. Die können wir ganz gechillt benutzen. Und zwar platzieren wir jetzt erstmal diese ganzen Sachen hier hin, sodass... Oh Mann, ich wollte gerade eben wieder nach hinten fliegen, kleiner Spaßvogel, ne? Und dann platzieren wir das jetzt einfach mal wieder so hin, sodass diese Kiste da unten ist. So, dann nehmen wir den Hopper und platzieren den hier oben drauf. So, was haben wir dadurch erreicht? Wir können theoretischerweise jetzt, ne, ganz gechillt, warte mal, wir bauen nochmal kurz hier die Blöcke kurz ab. Ne, da können wir schon zur Kiste zugreifen. Ah, ne, warte mal, doch nicht. Hier nochmal kurz das Dirt abbauen. Na, wo ist denn unsere Schaufel hin? Da ist sie, ne? Und dann zack, hier können wir dann die Chest öffnen. So, wenn wir jetzt also hier einen Block hin platzieren, zack, wird er weggesägt und vom Hopper aufgesaugt, ja? Und dann werden die zack hier nach unten gelegt. Das ist schon mal ganz gut. Aber, wir brauchen nämlich jetzt noch einen einzigen Kumpel, der uns ganz gut helfen kann. Und zwar gibt es hier nämlich einen Block, der uns so gut helfen kann, dass wir nie wieder irgendwie Holz sägen müssen. Und der gute Kumpel heißt, warte mal, wie heißt denn der nochmal? Item Dropper, nein, Placer. Hieß er nicht Item Placer? Da ist er, der Auto Placer. So, den kann man ganz gechillt craften. Dafür brauchen wir so wie immer eine Basic Coil. Die Basic Coil machen wir uns natürlich ganz gechillt. Die meisten Leute, die das natürlich schon gesehen haben, die wissen das. Ja, die lachen da ja schon drüber, die kennen das Basic Coil Rezept in- und auswendig inzwischen. Das heißt, wir nehmen hier nochmal kurz das Ding in die Mitte. Zack, 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 zack. Die Dinger außen rum. Das Ding sitzt einfach schon. Dann nehmen wir uns natürlich wieder ein paar Cobblestones. Die haben wir natürlich ganz gechillt in unserer Cobblestone-Kiste. Wo ist denn unsere Cobblestone-Kiste? Sag mal, haben wir wieder keine Cobblestones gefarmt? Wisst ihr, Leute, es ist, glaube ich, das allerpeinlichste überhaupt. Aber ich habe Stones, aber keine Cobblestones. Ja, das ist ja eigentlich schon eine peinliche Sache, dass ich hier bei meinem Platz hier Cobblestones farmen musste, weil nämlich alle meine Stones komplett zu Cobblestones verarbeitet wurden. Das ist doch eigentlich der Wahnsinn, oder nicht? So, dann nehme ich jetzt nochmal kurz meine Cobblestone-Arenos. Dann packe ich die hier einmal dahin. Ah, jetzt habe ich ein Item vergessen. Was ich natürlich jetzt nicht vergessen darf, ist natürlich, warte mal, zu unserer wertvollen Kiste zu gehen und einen Palis-Crystal zu nehmen. Weil die Palis-Crystal sind nämlich das Gegenstück zum Redstonia-Crystal. Und das heißt also, dass man mit dem Redstonia-Crystal also einen Block-Breaker bauen kann. Und das hier ist der Block-Placer. Ja, ist eine ganz andere Geschichte. Ist auch ganz lustig. Dann nehmen wir jetzt den da noch kurz dahin, dann die Cobblestones hier außen rum und bekommen dadurch den Auto-Placer. So, der Auto-Placer ist ein ganz gechilltes Item. Warte mal, da müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen was an Holz natürlich dazu nehmen, weil wir möchten nämlich natürlich, dass das Holz auch von allerdings automatisch geschnitten wird, damit wir da nie wieder irgendwelche Gedanken haben müssen, dass wir uns irgendwie mehr Holz zuschaffen müssen oder sowas in der Art, ne? Das ist dann natürlich die gute alte Sache und ich habe immer noch diese Gewohnheit, immer hinters Haus zu fliegen, ich kleiner Dummdödel, ne? Und der gute alte Werkzeugmacher Pupi ist natürlich derjenige, der es natürlich alles überwachen wird. Ja, und deswegen werden wir ganz gechillt jetzt erstmal den Auto-Placer hier nehmen, so hinplatzieren. Und der ist jetzt gerade in Deactivation im Redstone-Mode. Das heißt, der wird also andauernd funktionieren. Sprich, wir nehmen jetzt wahrscheinlich Redstone hier drauf und platzieren dem jetzt einfach mal Oakwood hier hin. Und ihr seht es schon, es läuft wie Butter. Guckt euch das mal an, wie schön das funktioniert, ha? Jetzt müssen wir nie wieder irgendwie wie ein Trottel hier die ganze Zeit dastehen und das Ding hier absägen lassen. So, dann machen wir hier nochmal kurz einen Stone hin, damit es da auch nicht runterfliegt. Und das meiste
Hälfte dürfte eigentlich vom Hopper aufgesaugt werden. Ja, ich gebe es ja zu, es landet nicht alles perfekt. Deswegen müssen wir wahrscheinlich hier so machen, ne, dass wir hier so eine kleine Absperrung machen, damit es nicht an Items, damit die Items nicht so schnell wegfliegen können. Ne? Machen wir hier mal vielleicht so eine kleine Umsperrung drum. So, und dann können wir das mal von hier oben beobachten. Ne? Und dann sehen wir auch schon, warte mal, wenn wir hier nochmal so ein bisschen machen, ne, dass wir da noch ein bisschen höher gehen, können wir das nochmal beobachten. Ne? Die Items bleiben da liegen. So, jetzt heben wir die natürlich gerade ein bisschen auf, weil wir natürlich ein bisschen zu nah dran sind, weil die nämlich ein bisschen zu weit nach oben geworfen werden. Aber wir sehen, die Dings platzieren sich jetzt nach unten. Ne? Und irgendwann, wenn wir jetzt eine weitere Folge aufgenommen haben, gehen wir einfach mal hier wieder her und dann schauen wir mal, ob es denn funktioniert hat. Ne? Und damit dürfte eigentlich schon die meiste Rinde, das meiste, alles drum und dran eigentlich geschnitten sein. Ne? Und die gute alte Mühle arbeitet. Ja, an die Leute, die sich natürlich jetzt die ganze Zeit fragen, wofür die Mühle da ist, da seht ihr es. Ja, die gute alte Mühle ist genau dafür da. So, was wir jetzt aber heute allerdings machen wollten, was natürlich jetzt noch nicht gemacht wurde, und zwar, wir haben hier ein kleines Problem. Ja, das kleine Problem lässt sich ein bisschen schwierig beschreiben. Und zwar müssen wir jetzt nämlich was machen. Wir haben nämlich in der letzten Folge im Wald den guten alten Norbert Junior verloren. Ja, wir haben in der letzten Folge eine Schnitzeljagd gemacht und dann haben wir die kleinen Jungs alleine in den Wald gesendet. Ja, ist nicht unbedingt die schlauste Idee gewesen, als Kindergärtner seine Kinder alleine in den Wald gehen zu lassen. Ja, ich weiß, ja, das war jetzt nicht unbedingt das Beste. Und jetzt ist ein Kind verloren gegangen. Aber das wird sich bestimmt wieder irgendwie finden lassen. Aber das einzige Problem ist natürlich, ihn nicht zu finden, sondern die Mutter jetzt erstmal wieder ein bisschen zu beruhigen, ja? Wenn nämlich Norberina herausfindet, dass wir nämlich den Norbert Junior verloren haben, im Wald, alleine, mit irgendeinem riesigen Monster, dann würden wir wahrscheinlich nicht mehr so lange hier leben können, weil das hier wird wahrscheinlich irgendwann irgendwie weggesprengt werden. So, es sieht also so aus, ich habe mir einen kleinen Plan ausgedacht. Ja, der Plan sieht so aus, dass wir uns jetzt erstmal mit unseren Stones hier ganz gechillt erstmal ein paar Stone Slabs bauen. So, aus dem ganzen Holz, was wir gerade eben geschnitten haben, machen wir uns mal kurz ein paar Sticks und dann machen wir hier nochmal kurz was. So, nehmen wir jetzt mal kurz, glaube ich, den Stone Slab hier hin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Crafting Recipe noch weiß. Sieht nochmal ganz schön interessant aus, aber ich habe auf jeden Fall eine Idee, wie ich das machen kann. Ah, da sieht man es nochmal. So, so war das. Und jetzt können wir hier einen Armor Stand bauen. Und jetzt frage ich mich natürlich, wir brauchen natürlich ein bisschen was, ja? Wir können ja vielleicht ein bisschen was aus Leder bauen, ja? Und dann können wir vielleicht hier, wenn wir mal in die Crafting Bench gehen, eine kleine Lederrüstung bauen, ha? Das ist doch eigentlich schon mal eine gute Idee. So, dann hier nochmal Schuhe und dann hier nochmal eine wunderschöne Hose. So, die Hose so. Und dann natürlich den Helm nicht vergessen. So, oh, den Helm lösen wir nochmal so hin. Und dann haben wir ja auch eine gesamte Rüstung. So, und dann können wir ja theoretischerweise den guten alten Norbert Junior ein bisschen nachstellen, ja. Wir müssen ja nicht unbedingt den Norbert Junior 1 zu 1 perfekt treffen, ja, aber vielleicht funktioniert es ja, wenn wir irgendwie so machen. Oh, die Schuhe wurden gar nicht angezogen, so wie es aussieht, okay. Und dann irgendwie so. Würde das durchgehen? Sieht das aus wie Norbert Junior? Oh, wir haben die Schuhe angezogen. What the fishery do? Warte mal. Das heißt, wir nehmen jetzt nochmal kurz die Schuhe hier unten. Ja, ha? Sieht das echt aus? Sieht das gut aus? Sieht das aus wie Norbert Junior? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat uns jemand irgendwas in der Post geschickt. Hey, ich habe was Neues. Angler Pupi vor 21 Minuten. Oh mein Gott, was ist da drin? Er hat nichts geschrieben. Oh mein Gott, da ist ein Steve-Kopf hin, ein Raw Mutton, ein Cobblestone und ein Ink-Sack. Oh mein Gott. Angler Pupi, du hast ja was gefangen. Oh mein Gott, ich bin so stolz auf dich und du hast mir das gleich per Post gesendet. Ja, das ist ja super. Och, Angler Pupi, das hast du ja super gemacht. Ah, das ist so genial von dir. Oh mein Gott, super cool. Warte mal, das heißt, wir können jetzt theoretischerweise... Boom, das so... Oh ja, warte mal, so können wir doch theoretischerweise Norbert Junior ein bisschen verkaufen. Ich weiß, Norbert Junior hat grüne Augen, der hier hat blaue Augen. Aber ich meine, was Norberina nicht weiß, macht sie nicht heiß. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen wird das wahrscheinlich durchgehen können. Warte mal, ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir nehmen mal kurz diese ganze Rüstung und so ein Zeug hier mit. Warte mal, wir haben jetzt zwar gerade ein bisschen wenig Platz im Inventar, aber das ist kein Problem, denn wir schmeißen einfach ein bisschen was in den Teich her. Spätestens wird es der gute alte Dings Pupi dann irgendwie raussortieren können oder sowas in der Art. Ne, der wird es da wahrscheinlich irgendwie entsorgen können. Passt die Sache und dann schmeißen wir ja mal kurz die Cobblestones weg, obwohl wir überhaupt gar keine Cobblestones zur Verfügung haben, aber die Sache muss passen. So, dann nehmen wir kurz hier nochmal die ganzen Items hier mit, damit wir den nochmal kurz ankleiden können. Ich
glaube, für eine Notlösung kann man das sogar benutzen, was wir hier gerade eben gemacht haben, ja? Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Warte mal kurz den Armor Stand abbauen, so. Und dann gehen wir jetzt erstmal kurz zu den Kindern in den Kindergarten, weil nämlich die müssen ja irgendwie nach Hause gebracht werden, weil nämlich die Eltern sonst die ganze Zeit ein bisschen rumheulen und sagen, oh, wo ist mein Kind? Das ist schon viel zu lange im Kindergarten. Dabei sind wir eigentlich die Guten hier, ja, und machen hier so lange wie möglich. Also, was geht ab? Oh, wo ist Nikolas hin? What the fish are you do? Ist der schon nach Hause gegangen? Oh Mann, Norbert Junior ist auch nicht von alleine zurückgekommen und Angler Poopy, nicht Angler Poopy, sondern hier, der alte Jenkins Poopy ist auch verschwunden mit ihm zusammen. Das heißt, der hat ihn also zusammen mit ihm in den Wald genommen. Oh, das ist nicht so gut. Okay, Jungs, hört mal zu. Was geht bei euch ab? Wie sollen wir jetzt zu Hause reagieren? Was sollen wir unseren Eltern sagen? Hört zu, ihr müsst es für euch behalten, okay? Das ist extrem wichtig. Wenn das rauskommt, haben wir alle ein Problem und ihr könnt nie wieder in den Kindergarten gehen, weil ich nämlich wahrscheinlich von dem Militär festgenommen werde, wenn die herausfinden, dass ich ein Kind alleine in den Wald geschickt habe, beziehungsweise meinen ganzen Kindergarten, okay? Okay, dann werden wir das probieren. Ja, dann lasst euch jetzt mal nach Hause bringen, ne? Okay, so, oh, ihr wollt einen Gravel haben, alles klar, easy peasy, so, ab geht's nach Hause. So, jetzt kommt mal kurz alle her, dann bringen wir euch mal kurz alle nach Hause, ne, damit ihr mal endlich ein bisschen nach Hause gehen könnt. Und denkt dran, okay, alle keinen Mucks. Keinen einzigen. Wenn die Eltern fragen, ja, was ihr denn so im Kindergarten getrieben habt, wie der Tag so war und was weiß ich, ja genau, folgt mir alle im Galopp, meine Freunde. Wenn die Eltern irgendwie fragen, kommt schon, ihr könnt doch auch den Weg benutzen, Jungs. Ja, so teleportiert euch halt, ne? So muss das sein. Falls die Eltern euch irgendwie fragen, wie war der Schulalltag, beziehungsweise wie war der Kindergartenalltag, was habt ihr so gemacht und so, dann sagt ihr, wir haben gebastelt, wir haben gemalt, wir haben andere Sachen gemacht, okay? Und dann haben wir auch vielleicht ein bisschen, naja, wir haben uns vielleicht noch einen Swimmingpool oder sowas aufgebaut, ja? Und dann haben wir noch ein bisschen geschwommen und so ein Zeug, ja? Und ihr habt alle eure Badehosen noch mit dabei gehabt und es hatte über 20, 30 Grad und so ein Zeug und ihr seid alle so super zufrieden und der Kindergarten ist der beste, den ihr jemals gesehen habt, okay? So machen wir das. Und jetzt kommt mal kurz mit Kinders, ja? Weil wir können ja nicht irgendwie so weiterführen, dass wir das irgendwie so machen. So wie es aussieht, ist also Nikolas einer der Einzigen, der irgendwie nach Hause gehen kann, ohne irgendwie alleine Angst zu haben. Wobei ich auch sagen muss, Nikolas ist so ein Typ, der ist irgendwie ein bisschen krass, ne? Man muss ja sagen, der Typ, er hat ja auch der hat ja auch ein Messer dabei im Kindergarten, deswegen sollte man sich wahrscheinlich nicht mit dem anlegen, aber was soll man denn da machen? So, Schleimo Ding Dang Dong, kommt mit, ihr Freunde, ihr kommt jetzt mit nach Hause. Auf geht's. Komm, 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 alle hier hoch, ne? Alle im Galopp, alle in einer Reihe mir hinterher. Guck mal, das sieht so lustig aus, wenn die alle in einer Reihe laufen. Das sieht so lustig aus. Okay, so, jetzt kommt mal her, dann bringen wir euch jetzt erstmal nach Hause. So, kurz mal gucken, die Norberina ist zum Glück nicht da. So, dann kommt mal kurz her, Jungs, ab nach Hause mit euch. Zack, 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 hier alle eine Etage weiter nach oben kommen. Ab ins Elternhaus. Seid ihr schon drin? Seid ihr schon drin? Seid ihr schon drin? Mann, ihr sollt nicht draußen warten, Mann, ihr sollt reinkommen. Jetzt kommt mal kurz her, hier, hier. Geht einfach vors Haus, das funktioniert auch. So, teleportiert euch jetzt erstmal zu mir, so, so, so. Und dann kommt ihr jetzt erstmal hier vors Haus oder kommt mit ins Haus. Das schafft ihr doch, oder? Ja, guck mal, nee, 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 nicht seitlich, nicht seitlich. Okay, wisst ihr was? Dann bleibt doch einfach hier, okay? Dann kommt mal kurz her, so. Oh, der eine ist reingegangen, der eine ist reingegangen. Okay, Schleimodong, du bist ein sehr guter Junge. So, du bleibst jetzt hier, waiting, ne? Und dann kommt er, ja, kommt mal raus, ihr zwei. So, jetzt hört mal auf, hier ein bisschen Spaß im Spaßkasten zu treiben und jetzt kurz mal hier rein, so, 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 so. Komm ein bisschen, nein! What the fuck? Was macht ihr da? Warum geht ihr die ganze Zeit raus? Okay, dann pass auf. Dann, nein, 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 nein. Du bleibst jetzt hier, so, und dann waiting. So, und jetzt komm mal her, du anderer, so, und du kommst jetzt auch her, Schleimodang, so, und ihr wartet jetzt alle hier, bis ihr nächsten Tag wieder zum Kindergarten müsst, okay? Viel Spaß bei euch. Warte mal, ich sag nochmal kurz eurer Mutter Bescheid, alles klar. So, die Kinder sind übrigens da, Schleimobertarina. Ich hab bald das mit dem Mittagessen fertig. Alles klar, schön und gut, dass du das Mittagessen schon bald fertig hast. Dann werden ja die Kinder auch ein bisschen gefüttert, ne? So, was können wir jetzt noch machen? Wir gehen jetzt mal kurz hier rein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das Norberina erklären soll, wie ich jetzt irgendwie einen Rüstungsständer bei ihr zu Hause aufstellen werde, aber vielleicht wird sie es ja nicht merken. Okay. Norberina, ich habe deinen Sohn mitgebracht. Okay. Da scheint niemand da zu sein. Da ist Poopy der Entdecker. Hallo Poopy, ich hole dich irgendwann zurück, okay? Hallo? Norberina? Norberina? Oh, Norbert, hi, alles klar bei dir? Hey, du tanzt ja hier immer noch herum. Hey Roman, was geht? Norberina ist gerade nicht zu Hause. Ach so, die ist gerade nicht zu Hause. Sag mal, ich bringe gerade euren Sohn vom Kindergarten nach Hause. Zum Glück ist Norbert blind. Könnt ihr euch noch erinnern? Der ist blind, Mann. Der kann nicht sehen. Das ist Jackpot. Okay,
Ich habe jedenfalls euren Sohn hier dabei, ne? Ich stelle ihn mal hier ganz kurz hin. Ich meine natürlich, ich bringe ihn mal ganz kurz hier hin, ne? Dann bleibt er hier wahrscheinlich stehen den ganzen Tag, ne? Und der ist wahrscheinlich auch ein bisschen müde. Ich glaube, der schläft doch sofort auf dem Boden, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, bring den Norbert Junior einfach zu mir. Ich werde hier oben mit ihm spielen. Okay, gut, gut. Aber der ist ganz müde, ne? Nicht vergessen. So, so, Norbert Junior ist übrigens zu Hause, ne? Morgen ist wieder Kindergarten. Nicht vergessen, die Sache passt, okay? Norbert Junior, pass auf dich auf, okay? Oh, oh, alles klar. So, dann haben wir die Kinder jetzt erstmal nach Hause gebracht. Nikolaus hat sich von selber nach Hause gebracht. So, Schleimo Ding Dang Dong. Ihr wartet dann bis zum nächsten Tag, ne? Ich wünsche euch noch viel Spaß bei euch zu Hause. So, und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Wie sollen wir Norbert Junior jetzt irgendwie nach Hause bringen? Wie soll das funktionieren? Wie sollen wir den wieder finden, ne? Ich habe eine Idee. Ich frage die Kumpel da hinten. Meine guten alten Freunde Gustav und Gerusne 3. Ihr seid doch meine besten Freunde. Ich glaube, ihr könnt mir doch bestimmt helfen. Was steht da? Was? Die Wurstbuden-Chiller? Oh Mann, habt ihr euch jetzt gegenseitig schon einen Namen gegeben, weil ihr hier die ganze Zeit abhängt? Oh Mann, Leute, ich habe ein richtiges Problem. Hört mir mal zu. Also, folgendes Problem. Ich habe jetzt diesen einen Kindergarten, Jungs, ne? Und dieser Kindergarten, der läuft ja ganz gut. Ich habe sogar schon ein paar Kinder, die bei mir so die ganze Zeit hocken und so ein Zeug machen, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber das Problem ist, ja, wenn wir jetzt irgendwie die ganze Zeit davon ausgehen, dass ich irgendwie nicht so ein guter Kindergärtner bin, dann könnte das vielleicht stimmen, weil ich habe nämlich die Kinder alleine in den Wald gehen lassen, ja? Ihr würdet jetzt wahrscheinlich sagen, das ist nicht unbedingt schlau. War es auch nicht, aber es ist doch leider was passiert, wenn ihr, müsst ihr wissen, ja? Also, es sieht auf jeden Fall so aus, ich habe ein riesiges Problem, okay? Ich habe ein riesiges Problem, Gustav. Und ihr müsst mir helfen. Und zwar ist nämlich ein Kind im Wald verloren gegangen und angeblich ist es irgendwie ganz schön schrecklich gewesen und was weiß ich. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Was meinst du, Großneutral? Hey, Roman, bei so einer Geschichte würde ich erstmal ganz genau nachdenken. Ja, aber was meinst du genau, Großneutral? Gustav, was meint denn er? Ja, genau. Du musst nach einer Art Beweise oder sowas suchen. Ach so, meint ihr, ich sollte nach Beweisen suchen, um irgendwie wie so Sherlock Holmes zu spielen oder sowas in der Art? Denkt ihr das? Ja, stimmt. Geh doch einfach mal an den Ort, wo es passiert ist und schau dich genau um. Okay, Jungs, wisst ihr was? Ihr habt mir gut geholfen. Ihr seid echt nette Kerle. Okay, ich werde dann einfach mal gucken, ob ich vielleicht an den Ort des Geschehens nochmal zurückgehen kann und nochmal genau nachsehen kann, ob ich vielleicht irgendwelche Beweise oder sowas in der Art finde. Weil irgendwie ist ja die Strecke vom Kindergarten genau hier. Ja, die geht ja genau hier lang. Und wenn die Kinder so gelaufen sind, dann dürften die ja eigentlich perfekt so schnurstracks hier lang gelaufen sein. So, das heißt, die sind also hier lang gelaufen. Lalalalalala, wir sind Kinder aus dem Kindergarten, wir gehen alleine in den Wald, la 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 la, und wir gehen zum Treffpunkt, la 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 la. So, das heißt, hier waren irgendwo die Kinder und dann hier irgendwo bin ich nach hinten gelaufen und habe Schleimo Dong gerettet, glaube ich, ne? Der Grüne war ja Schleimo Dang, ne, Dong war es, glaube ich. So, Dong war hier drin, ne? Der war hier und wo war Norbert Ju? Oh, da ist ein Cobweb. What? Da ist der alte Jenkins Poopy. Da ist der alte Jenkins Poopy. What the fish read? Oh, oh. Oh, oh, der alte Jenkins Poopy. Oh nein, oh nein, es fängt wieder an. Ketchup, oh nein, okay. Hallo, oh mein Gott, hier ist überall Ketchup. Und hier ist der alte Jenkins Poopy. Oh, 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 oh. Poopy, komm mit. Poopy, komm mit. Ich muss dich mitnehmen. Du darfst nicht an so einem grausamen Ort bleiben. Das ist kein Ort für kleine Poopies. Oh mein Gott. Hier ist es also ganz schön heftig abgelaufen. Das heißt, hier wurde wahrscheinlich Norbert Junior irgendwo mitgenommen. Oh, oh. Das ist also ein riesengroßes Problem. Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, okay, okay. Wer könnte uns vielleicht hier ein bisschen mehr darüber erzählen? Wo könnten wir vielleicht ein bisschen mehr Informationen davon bekommen? Oh, ich habe eine Idee. Wir könnten doch theoretischerweise bei diesem einen Holzfäller, wo wir damals mal waren, der Vater von Nikolas, der weiß doch bestimmt noch mal mehr, weil der wohnt doch hier in diesem Wald, oder? War der nicht irgendwo hier? Da, da ist sogar sein Haus. Oh mein Gott, da könnten wir doch theoretischerweise nachfragen. Vielleicht weiß sogar Nikolas selber ein bisschen was darüber. Warte mal, Nikolas? Oh, Nikolas, komm mal kurz her. Ich weiß, du bist gerade eben vom Kindergarten nach Hause gekommen und ich bin jetzt wieder bei dir zu Hause und du hast eigentlich schon genug von mir, aber hey, Papa ist gerade am Holzschneiden. Geh zu ihm, falls du dich über mich beschweren willst. Okay, Nikolas, ich lasse dich jetzt einfach mal in Ruhe, okay? Ich gehe dann mal kurz zu deinem Vater. Hey, vielleicht weiß ja der Vater mehr darüber. Vielleicht kann der uns ja mal ein bisschen was erzählen, was hier so abgeht. Rudolf? Hey, Rudolf, ich weiß, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen und so ein Zeug, ne? Aber ich habe eine Frage an dich. Könntest du mir vielleicht sagen, ob du vielleicht irgendwas weißt, ob hier vielleicht irgendwie ein Monster oder sowas in der Art herum
herumläuft, hä? Oh, hey Roman, wie läuft der Kindergarten? Stellt sich Nikolas gescheit an? Ich hoffe mal, dass er sich mit seinem Messer, was ich ihm zur Selbstverteidigung mitgegeben habe, nichts angestellt hat. Der ist ein ganz artiger Junge und um ehrlich zu sein, geht's gerade um etwas anderes. Ach so, ja, dann ist ja super. Was ist denn deine Frage? Läuft hier ganz zufällig ein Kidnapper im Wald herum? Ich frage wirklich nur aus Interesse, musst du wissen. Also nicht so, als ob ich irgendwas verloren habe oder sowas in der Art. Ich frage nur nach Interesse. Ein kinderverschleppendes Monster hat hier schon lange nicht mehr gegeben. Jedoch ist es noch möglich, dass noch einer seiner Art existiert. Aber das ist eine komplett niedrige Chance, die gegen Null geht. Das brauche ich dir gar nicht zu erzählen. Weißt du? Nein. Du kannst mir das gerne doch erzählen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du musst dir da echt nicht drüber schämen oder sowas in der Art. Ach so, naja, also es gibt hier halt eine verdammt riesige Spinne. Sie ist furchteinflößend, dass sie bisher noch nie jemand angesehen hat, ne? Und sie kommt halt eben nur manchmal nachts raus und sucht nach Beute. Aber ich empfehle dir nicht, nachts nach ihr zu suchen, da sie dort am allerstärksten ist. Aber naja, wir müssen uns zum Glück nicht mit ihr beschäftigen. Ist ja nicht so, als ob sie ein Kind von uns gestohlen hat oder so. Naja, bleibst du noch auf Kaffee den Kuchen? Nein, danke. Okay. Wir haben ein kleines Problem, oder sollte ich vielleicht sagen, vielleicht ein großes Problem, denn wir haben nämlich eine große Spinne, die ein kleines Kindergartenkind von uns gestohlen hat. Und solange Norberina nicht zu Hause ist und wir einen Rüstungsständer an Norbert gegeben haben, der immer noch denkt, dass es sein Sohn ist, der nicht redet, haben wir noch eine kleine Chance. Wir haben noch einen kleinen Puffer. Okay, wo können wir hier theoretischerweise nach einer riesigen Spinne suchen? Habt ihr vielleicht einen Plan? Schreibt es mir in die Kommentare und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und schaut auf jeden Fall am Mittwoch wieder weiter, wenn es wieder heißt Minecraft Spaßkasten.